Moin Leute, willkommen Buderland. Im heutigen Video geht es mal um etwas anderes. Und zwar habe ich mir Kabel bestellt. Und zwar nicht nur irgendwelche Kabel, sondern das sind Kabel mit einer Ladeanzeige. Das heißt, da ist so ein kleines Mini-Display drauf, wo euch quasi immer der aktuelle Ladestand, also die Ladestärke, angezeigt werden kann. Ich habe jetzt einfach mal drei Dinger bei Amazon bestellt. Die zwei davon sind von McDodo. Einmal USB-C auf USB-C, dann haben wir einmal USB-A auf USB-C und dann habe ich hier nochmal ein weiteres von Supi oder irgend sowas. Das ist auch nochmal USB-C mal USB-C, halt mit einem kurzen Kabel. Kostenfaktor sind so zwischen 10 und 14 Euro oder sowas. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Aber wie gesagt, das Besondere soll halt sein, dass die Dinger zum Beispiel bis zu 100 Watt bzw. bis zu 66 Watt schaffen. Entscheidend ist natürlich auch immer, habt ihr denn überhaupt ein Endgerät, das mit so viel Power Delivery aufgeladen werden kann? Ich habe mein Firmennotebook, das kann ich mit Power Delivery aufladen. Und es ist vermutlich auch das, was am meisten schafft, was Power Delivery angeht. Und was natürlich sonst noch wichtig ist, ihr braucht natürlich auch noch irgendein Ladegerät. Ich hab hier zum Beispiel den Spigen Power Arc irgendwas. Das Ding hat 45 Watt, wie ihr hier sehen könnt. Dann habe ich hier von Rev Power noch so ein etwas größeres Gerät. Das hat 65 Watt, was es schaffen kann. Also insofern, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe parallel hier noch meine Gosun-Steckdose, mit der ich das mal ein bisschen gegenchecke, ob das passt. Aber das hier ist hier das McDodo-Kabel. Das ist ausreichend groß und so 1,5 Meter. Und was ich jetzt mal tun werde, ich nehme jetzt einfach mal hier mein, steck das hier nebenan in eine Steckdose. Um dieses Kabel geht es gerade. So sieht das gute Stück aus. Vorne ist das Display. Hier seht ihr 100 Watt. So, und jetzt stecke ich einfach mal meinen Pixel rein. Und dann seht ihr, ich bin hier bei 11, 15, 17. Ja, es pendelt sich irgendwo mal ein. Also die Geschwindigkeit kriege ich jetzt gerade mit meinem Pixel. Nur mal als Beispiel. Hier habe ich eine Anker Powerbank, keine Ahnung, wie schnell die aufladbar ist. Habe ich 10 Watt oder so? Ne, sogar nur 5 Watt. Okay. So viel zum Thema USB-C laden. Hä? Nehme ich mal das Notebook hier und stecke es rein. Ist ein Dell-Notebook. Was haben wir hier für eine Ladegeschwindigkeit? Und zack, sind wir hier bei 50 Watt. Das überprüfen wir natürlich auch. Hier ist hier die Anzeige von meiner smarten Steckdose. Da seht ihr 49,6 Watt. Was ganz interessant ist, weil die Steckdose offiziell eigentlich nur 45 Watt unterstützt. Aber soll mir recht sein, okay, es pendelt sich jetzt langsam bei 45 Watt ein. Aber gut, ich nehme jetzt einfach mal das Rev Power Ladegerät, das ja 65 Watt schaffen soll. Und stecke dann hier USB-C-Kabel rein. Und mal sehen, wie viel wir hier bekommen. Dauert einen Moment und dann haben wir hier wieder 45 Watt, 48 Watt, 50 Watt und auch die App gibt es so ungefähr wieder, das war so ungefähr, ne? Hier steht jetzt 45, 46, 47, ja, ihr seht, das ist relativ präzise, plus minus, ich würde es jetzt nicht als wissenschaftlich in der Präzise nehmen, aber so für den Normalos, ihr seht, das passt so ungefähr von den Zahlen. Dann nehmen wir jetzt nochmal das kurze Kabel von Supi, USB-C auf USB-C, kommt hier wieder ins Power Delivery rein. Erster Test beim Pixel, 29 Watt, ist jetzt ein bisschen langsamer als das von McDodo. Machen wir noch den Notebook-Test, 30 Watt, 45 Watt, scheint ein wenig langsamer zu sein. Also hier werden es ja wieder 45 angezeigt. Ihr seht, da ist jetzt die Diskrepanz ein bisschen höher. Also das Supi-Kabel zeigt mir mal so 2-3 Watt weniger an. Da war das von McDodo auf jeden Fall präziser. Ihr könnt es ja jetzt hier parallel sehen. Also ja, das sollte man mal im Hinterkopf behalten. Es scheint trotzdem mit 45 Watt zu laden, was hier an dem Dell-Notebook geht. Aber die Anzeige stimmt da nicht so ganz. Ihr seht schon, das ist jetzt kein hochwissenschaftlicher Test oder sowas. Ich wollte euch einfach mal kurz zeigen, was ihr so bekommt, wenn ihr diese Kabel benutzt. Ich habe diese Kabel jetzt auch mal am Rechner benutzt, um Daten zu übertragen. Und da muss ich auch sagen, da haben die von McDodo auch ohne Probleme funktioniert. Die bei Supi haben auch funktioniert, aber die waren auch gefühlt wieder ein bisschen langsamer.
Nichtsdestotrotz, falls euch das wichtig ist und ihr mal sehen wollt, was eure Endgeräte wirklich so laden, ne, und wo der Flaschenhalt ist, da sind die, glaube ich, auf jeden Fall ganz nützlich. Und ich mache ja regelmäßig so Tests mit Powerbanks und sowas. Und bin mal gespannt, was da noch so rumkommen wird, wie schnell Powerbanks und Co. laden und so. Falls ihr auf der Suche nach so einem Kabel seid, dann würde ich euch jetzt erstmal die von McDodo empfehlen. Also die sind von der Qualität her mit so einem extra Line-On geschützt und das Display funktioniert auch eigentlich recht gut. Und ihr habt ja auch gesehen, so Anzeige und tatsächlicher Verbrauch sind da ziemlich nah beieinander. Also ob das Ding wirklich 100 Watt schafft, kann ich euch beim besten Willen nicht sagen, aber es hat ansonsten bisher noch keinerlei Probleme gemacht. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Sagt mir Bescheid, ob ihr mal öfters mal so komische, außergewöhnliche Sachen sehen wollt. Und ja, euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.